Wusstet ihr, dass jeder Deutsche etwa eine Vierteltonne Papier im Jahr verbraucht? Das ist übrigens doppelt so viel wie der durchschnittliche EU-Bürger. Würde man all das in Deutschland innerhalb eines Jahres verbrauchte Papier übereinander stapeln, würde dieser Stapel bis über den Mond reichen. Das ist kein Witz. Klar, der Löwenanteil des verbrauchten Papiers wird durch Wegwerfprodukte wie Verpackungen, Hygieneartikeln und Zeitschriften bzw. Zeitungen erzeugt, die nach der Benutzung in der Mülltonne landen. Trotzdem wird immer noch mehr als ein Drittel dieses verbrauchten Papiers in den Büros, Schulen und Verwaltungen dieses Landes benötigt. Allein die Bundesregierung inklusive der Ministerien und Geschäftsbereiche beispielsweise hat einen Verbrauch von über 1 Milliarde Blatt Papier pro Jahr. Das entspricht übrigens umgerechnet ca. 118.000 Bäumen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Digitalisierung bei der Bundesregierung noch etwas dauern wird. Alle anderen jedoch können den Papierverbrauch auf jeden Fall jetzt schon reduzieren, ohne dass wir dabei auf irgendetwas verzichten müssen, nämlich durch die Digitalisierung. Was bietet sich da besser an als die Frachtdokumente, die heute noch in den meisten Transportunternehmen gang und gäbe sind, zu digitalisieren? Nach dem Intro möchte ich also mit euch mal über die Vorteile von digitalen Frachtdokumenten sprechen. Viel Spaß bei dem Video. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, eurem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst Götz und heute geht es um die Digitalisierung von Frachtdokumenten. Dieses Video wird euch übrigens präsentiert von Soloplan. Soloplan entwickelt seit über 25 Jahren Softwarelösungen für die Logistikbranche. Mit dem Transportmanagementsystem Carlo und seinen zahlreichen Funktionen sowie verschiedenen Add-ons können nahezu alle Bereiche der Logistik in einer Software abgebildet werden. Die Transportsoftware optimiert und digitalisiert die Unternehmensprozesse von kleinen, mittelständischen Betrieben ebenso wie von internationalen Großkonzernen. Derzeit planen weltweit über 1200 Kunden und 25.000 Anwender mit Carlo. Wenn ihr mehr über Soloplan oder das TMS Carlo erfahren möchtet, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich lasse euch einen Link zur Website von Soloplan da. Vielen Dank für die Unterstützung. So, jetzt befassen wir uns zu Beginn mal kurz mit dem Frachtbrief. Wir alle kennen Frachtbriefe, oder? Ja genau, das ist das Warenbegleitdokument, auf dem normalerweise der Absender, der Empfänger, das Transportgut und so weiter aufgeführt sind. Es wird vom Absender und Frachtführer bei der Beladung und vom Empfänger nach der Entladung unterschrieben und dient damit als Quittung für alle am Frachtvertrag beteiligte Personen. Seit 1998 ist das Mitführen eines Frachtbriefes übrigens keine Pflicht mehr. Der Frachtführer kann jedoch auf die Ausstellung eines entsprechenden Dokumentes bestehen. So, das nun mal so vorab zum Thema Frachtbrief. Macht es nun aber Sinn, dieses Stück Papier zu digitalisieren? Um diese Frage beantworten zu können, sollten wir mal die Vor- und Nachteile beleuchten. Ein Vorteil ist natürlich ganz klar die Kostenersparnis. Wie wir gerade gelernt haben, verbrauchen wir im Durchschnitt 250 Kilogramm Papier im Jahr, davon ein Drittel in Büro, Schule und so weiter. Nehmen wir einfach mal an, dass jeder Logistiker 50 Kilogramm Papier im Jahr verbraucht, um alle Aufträge abzuwickeln. Setzen wir eine Grammatur von 80 Gramm pro Quadratmeter voraus, können wir errechnen, dass 50 Kilogramm in etwa 10.000 Blätter entsprechen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass ein Blatt 0,8 Cent kostet, dann landen wir bei einem Einsparpotenzial von 80 Euro je Mitarbeiter. 80 Euro pro Jahr je Mitarbeiter. Das klingt leider erstmal nach keinem großen Einsparpotenzial, zumindest wenn man mal für einen Moment die Umwelt außer Acht lässt. How dare you? Das wirklich Teure an so einem Frachtbrief ist aber nicht das Papier, sondern der Druck, also der Toner und der Drucker, der das weiße Blatt Papier erst mit den Informationen versieht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Drucker gewartet werden will und dass dies Menschen machen. Das wiederum kostet auch Geld, mal davon abgesehen von der Zeit, die ein Büromitarbeiter damit verbringt, Toner zu beschaffen und diesen in den Drucker einzubauen. Ist der Drucker irgendwann hinüber, muss ein neuer angeschafft werden und auch diese Kosten müssen auf jeden Druck umgelegt werden.
Ich will da jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft draus machen, aber ich denke, dass wir locker bei tatsächlichen Kosten von 500 bis 1000 Euro im Jahr bei 10.000 Blatt je Mitarbeiter sind und das ist dann schon ein anderes Einsparpotenzial. Lasst uns mal die Mitte, also 750 Euro nehmen und das mal mit 20 Mitarbeitern multiplizieren und siehe da, so ein Einsparpotenzial liegt bei 15.000 Euro pro Jahr. So, mehr werden wir in diesem Video nicht rechnen, versprochen. Neben den Kosten für Papier und Drucker gibt es natürlich aber noch weiteres Potenzial, welches wir nutzen können, nämlich durch Prozessverbesserungen. Durch die Nutzung eines Smartphones, Tablets oder Telematiksystems können wir alle relevanten Daten wie Absender, Empfänger und Daten zur Sendung direkt digital anzeigen. Alle diese Geräte sind zudem normalerweise mit dem Internet verbunden, sodass wir bei Änderungen diese direkt in Echtzeit abrufen können. Hier ein Beispiel aus der analogen Welt mit einem Frachtbrief in Papierform. Ein Frachtbrief hat die falsche Empfangsadresse. Der Klassiker. Der Fahrer ist, wie übrigens immer, derjenige, der es als erster merkt, da die Marienstraße 16 ein Discounter ist und er eigentlich Reifen in eine Werkstatt liefern sollte. Der Fahrer versucht den Kunden selbst zu erreichen und bekommt diesen auch direkt ans Telefon. Dieser beschwert sich schon wegen der Verzögerung. Die Reifen werden dringend gebraucht, der Fahrer entschuldigt sich und sagt, dass er die Werkstatt nicht finden kann. Natürlich ist die Adresse falsch, es ist nämlich der Marienplatz und nicht die Marienstraße. Nun gut, der Fahrer ändert die Straße händisch auf den Transportdokumenten und liefert die Reifen ab. Nach der Tour landet der Frachtbrief nun in der Abrechnung, denn der Auftraggeber soll schließlich auch eine Rechnung erhalten. Normalerweise sollte nun die Abrechnung sehen, dass die Adresse händisch abgeändert wurde und dies sollte auch im ERP-System vermerkt werden bzw. sollte dem Kundenbetreuer übermittelt werden. Nun, wie wir alle wissen, ist Rechnungsschreiben nahezu Fließbandarbeit und so kommt es, dass dies natürlich übersehen wird. Eine Woche später soll die Werkstatt wieder einen ganzen Schwung Reifen geliefert bekommen. Diesmal fährt jedoch ein neuer Fahrer, der gerade in der Firma angeheuert hat. Der Fahrer gibt die Adresse ins Navi ein und natürlich steht auf dem Frachtbrief wieder Marienstraße. Das Spiel wiederholt sich und diesmal ist der Kunde wirklich erbost. Er fragt den Fahrer, ob es seine Firma überhaupt einmal schafft, pünktlich zu kommen. Ich glaube, jeder Fahrer hat das schon mehrmals erlebt und weiß, wie unangenehm es sein kann, sich für etwas zu entschuldigen, wofür man eigentlich gar nichts kann. Aber gut, sei es drum. Neben dem Ärger mit dem Kunden hat es die Spedition natürlich jetzt schon zweimal eine kostenintensive Anfahrt zu einer komplett falschen Adresse gekostet. Vielleicht hätte man die erste falsche Anfahrt nicht verhindern können, denn Fehler passieren nun mal. Die zweite Anfahrt hätte man jedoch verhindern müssen. Dies ist ein klassischer Fall, wie es zu Prozessproblemen kommen kann, wenn noch mit klassischen Frachtbriefen gearbeitet wird. Mit dem digitalen Frachtbrief wäre das nicht passiert. Der erste Fahrer, der die falsche Adresse bemerkt, schreibt einfach den Frachtbrief in seinem Tablet oder Telematiksystem kurzerhand um und die Adresse wird direkt in das ERP-System geschickt. Hier sieht der Kundenbetreuer noch vor der ersten Auslieferung, dass der Fahrer die Adresse geändert hat bzw. beantragt, diese zu ändern. Der Kundenbetreuer muss diese jetzt nur noch übernehmen, damit sie fortan im ERP-System als Standardadresse für den Kunden hinterlegt ist. In unserem Beispiel bedeutet das natürlich, dass der zweite Fahrer direkt die richtige Adresse auf das Tablet geschickt bekommt. Digitale Transportdokumente haben aber noch andere Vorteile, die ich mit Blick auf die Uhr hier nur noch kurz aufzählen möchte. Das Transportunternehmen ist natürlich deutlich flexibler, wenn es die Informationen auf dem Frachtbrief digital jederzeit abändern kann und dafür nicht immer einen neuen Frachtbrief ausdrucken muss. Der Kunde ruft an und möchte eine extra Palette noch mitverschicken? Hey, kein Problem. Der digitale Frachtbrief wird im Büro abgeändert, während der LKW-Fahrer sich gerade im Anflug befindet. Dieser bekommt eine Nachricht darüber und weiß damit sofort Bescheid. Es ist nicht mal ein Telefonat nötig. Ist der Transport gelaufen, wird vom Fahrer mit einem Knopfdruck bestätigt, dass die Sendung beim Empfänger entladen wurde. Im gleichen Augenblick bekommt die Abrechnung alle relevanten Informationen, um die Rechnung an den Kunden zu stellen. Es ist also nicht mehr notwendig, auf den LKW zu warten, bis er die Transportdokumente ins Büro bringt. Die Rechnung kann theoretisch 10 Minuten nach Ablieferung beim Auftraggeber im E-Mail-Postfach sein. Je schneller die Rechnung geschrieben wird, desto schneller erhält der Unternehmer das Geld. Ich denke, das ist uns allen klar. Wir haben darüber hinaus eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis, was diese administrativen Arbeiten mit Papier angeht. Lochen, tackern, kopieren und in Ordner heften. Für mich war das schon immer ein Graus.
Alle Jubeljahre kommt es auch vor, dass ein Frachtbrief einfach verloren geht und nicht mehr auffindbar ist. Ziemlich schlecht, wenn man keine Ablieferquittung mehr hat, wenn der Empfänger behauptet, niemals die Ware erhalten zu haben, oder? Gut, das kommt normalerweise wirklich selten vor. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem, was ein digitaler Frachtbrief löst. Und nicht nur das, eine Spedition, die viele Transporte durchführt, hat dementsprechend auch viele Frachtbriefe, die sie für mindestens 10 Jahre aufbewahren muss. Habt ihr eine Ahnung, was das an Lagergebühren verursacht? Ich würde gerne schon wieder rechnen, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir keine Zahlen mehr wälzen. Es kostet auf jeden Fall ziemlich viel Geld. Das Archivieren von digitalen Daten hingegen geht heutzutage nicht nur sehr einfach mit den dutzenden Cloud-Service-Anbietern, sondern darüber hinaus auch super günstig. Und das Beste ist, wenn man die Frachtbriefe nochmal benötigt, braucht nicht jemand stundenlang im Archiv danach zu suchen, sondern diese können direkt aus dem digitalen Archiv kopiert werden. Unabhängig von den Kosten und der Prozessverbesserung tun wir aber, wie eben schon erwähnt, auch der Umwelt etwas Gutes. Und wenn wir der Umwelt etwas Gutes tun, dann können wir natürlich auch damit positive PR betreiben. Getreu dem Motto, tue Gutes und rede darüber, brauchen wir uns natürlich nicht zu verstecken, wenn wir mit einer Maßnahme die Umweltbelastung senken. Wir können das zum Anlass nehmen und unseren Kunden und anderen Stakeholdern mitteilen, dass wir mit Digitalisierungsmaßnahmen zum Umweltschutz beitragen. Ziemlich gute Werbung aktuell, wo das Thema natürlich gerade in aller Munde ist. Es gibt noch viele weitere Vorteile, die mit der Einführung von digitalen Frachtdokumenten einhergehen, wie zum Beispiel, dass der Fahrer keinen mobilen Drucker mehr benötigt oder dass die digitalen Informationen mit dem Verlader und Empfänger geteilt werden können, wodurch sich ebenfalls neue Prozessverbesserungen ergeben. Mit Blick auf die Uhr spare ich mir jetzt das weitere Aufzählen von Vorteilen an der Stelle und möchte noch kurz zu den Nachteilen kommen. Ein Nachteil sind natürlich die Anschaffungskosten der Hardware, wie beispielsweise der Tablets, und natürlich noch die Software, welche notwendig ist, um überhaupt digitale Dokumente anzeigen zu können. Die Frage ist halt immer nur, wie sieht das jährliche Einsparpotenzial in der Firma aus und wie hoch sind die Anschaffungskosten? Bei dieser Maßnahme sollte sich der Anschaffungspreis jedoch nach kurzer Zeit amortisieren, weshalb man diese Anschaffung auch eher als Investition und weniger als Nachteil sehen kann. Ein wirklicher Nachteil bei Digitalisierungsmaßnahmen im Allgemeinen ist jedoch, dass die Mitarbeiter, die diese digitalen Gadgets bedienen sollen, nicht nur geschult werden müssen, sondern diese Neuerungen auch akzeptieren und annehmen müssen. Wir können digitalisieren, so viel wir möchten. Wenn der Mitarbeiter bei diesen Maßnahmen nicht mitspielt und sich weigert, zum Beispiel das Tablet zu benutzen, ist es die Aufgabe des Unternehmens, den Mitarbeiter transparent die Vorteile aufzuzeigen und damit die Notwendigkeit der Maßnahme zu unterstreichen. In den allermeisten Fällen reicht das schon aus, zumindest meiner Erfahrung nach. Trotzdem kann es einen gewissen Aufwand bedeuten, Mitarbeiter auf der einen Seite zu überzeugen und auf der anderen Seite zu schulen. Daher zähle ich das als wirklichen Nachteil hier auf. Ich glaube aber, dass jedem recht schnell klar wird, wenn wir uns diese Liste anschauen, dass die Vorteile dieser Digitalisierungsmaßnahme hier klar überwiegen und dass langfristig kein Weg daran vorbeigeht. Da fällt mir ein, wir könnten ja auch mal über die rechtliche Lage von elektronischen Frachtdokumenten in Deutschland und in Europa sprechen. Das alleine würde vermutlich ein eigenes Video füllen. Schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr Lust auf so ein Video habt. So, an der Stelle möchte ich mich nochmal beim heutigen Sponsor Soloplan für die nette Unterstützung bedanken. Ich lasse euch einen Link zur Homepage in der Videobeschreibung, wenn ihr euch genauer über die digitalen Lösungen von Soloplan informieren möchtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Mich würde es freuen. Wie immer sage ich, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao. Thank you.